Hallo und herzlich willkommen bei Valentins Touren. Heute begrüßen wir euch aus der wunderschönen Stadt Kappeln an der Schlei. Das ist unser absoluter Lieblingsort. Hier sind wir auf dem Stellplatz am Hafen. Der Stellplatz kostet 17 Euro pro Tag. Strom wird nach Kilowattstunde abgerechnet. Da muss man so eine Servicekarte ziehen und dann kann man am Stromkasten, da kannst du einfüllen. Mal hingehen. 50 Cent pro Kilowattstunde, ne? Ja. Nicht durch. So, da steckt man die Servicekarte rein, bucht dann den Steckplatz, den man benutzt. Und hier ist auch Frischwasser. Frischwasser ist kostenlos, braucht man nichts für bezahlen. Und die Entsorgung für Grauwasser ist auch kostenlos. Schöne Wiese hier. Übrigens ist in unmittelbarer Nähe ein Edeka. Da ist ein Baumarkt. Braucht man nicht. Und da so ein paar Meter hoch ist, was ist das, Lidl? Penny. Penny. Also alles fußläufig zu erreichen. Der Stellplatz ist laut Beschreibung für 50 Wohnmobile. Weiß ich jetzt nicht. Ja, steht so in der Beschreibung drin, da sind weitaus mehr. Vorne sehe ich was. Oh. Ja, also seit wir letzte Mal hier waren, ist der Platz vergrößert worden. Warum dieses Podest? Das war vorher nicht. Und man dann natürlich, lass uns mal da hochgehen, dass ich einmal von da. Hier stehen dann auch noch Wohnmobile. Da kann man von da oben sehr schön, ich bleib hier unten stehen, auf die Schlei schauen. Also eine ganz tolle Aussicht. Drüben gegenüber ist ein Neubaugebiet. Ich denke mal, das wären alles Ferienwohnungen. Da ist der Hafen. Und wie gesagt, die Aussicht ist eigentlich wunderschön. Das ist doch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, eine Charleston, ne? Wunderschön. Hier ist dann auch direkt die Entsorgung. Können auch gleich zwei Wohnmobile parallel Grauwasser entsorgen. Hier ist die Entsorgung für die Chemietoilette. Direkt. Wir müssen warten. Nebenan. Direkt nebenan. Der Bezahlautomat. Hier ist der Kassenautomat.
kann man also nur mit einer EC-Karte bezahlen. Bargeld nimmt der nicht an. Und hier bekommt man auch die Servicecard. Kann ich noch mal eben zeigen, wie die aussieht. So, die Sanitäranlagen sind noch nicht geöffnet. Die befinden sich noch im Bau. Es sind aber Sanitäranlagen vorhanden. Ja, da gehen wir ja jetzt hin. Kannst du dann gleich filmen. Wir sind ein paar Meter weiter. Und wenn man hier vom Platz fährt, rechts runter, ist auch noch mal eine Entsorgungsstation für Grauwasser und für die chemische Toilette. Da könnte man dann also, falls es hier eng wird, auch noch entsorgen. Hier ist die Müllentsorgung, Restmüll, Papier, Plastik, Glascontainer steht dahinter. Hast du drauf? Ja. Also reichlich Mülltonnen vorhanden. Also wie gesagt, wenn man jetzt hier rechts fährt, wo man auch lang fahren muss, weil die Ausfahrt linksrum nicht mehr erlaubt ist. Ich vermute mal, weil es in der Stadt dann ein bisschen zu voll wurde. Also wie gesagt, wenn man dann rechts rum fährt, kann man auch noch Grauwasser und Toilette entsorgen. Hier sind dann die Toiletten und Duschen. Kann man auch dann mit dieser Servicecard kann man die Türen öffnen. Duschen kostet 1 Euro für 5 Minuten. Muss man also Kleingeld parat haben. Was ja eigentlich jeder Camper zuhauf immer bei sich hat. Hier ist auch noch mal ein Kassenautomat und Waschmaschine und Trockner befindet sich auch da drin. Ja, dann. So, und hier sind wir auch gleich schon im Städtchen. Was hast du? Aber hier. Fischerhafen, also hier stehen einige Fischerboote. Da ist die berühmte Brücke. Das ist eine Hebebrücke, das heißt, wenn größere Schiffe durchfahren, wird die Brücke dort hochgeklappt. Ich hoffe, dass wir gleich mal in den Genuss kommen, das zu sehen. Hier stehen nicht nur
Fischerboote. Ja, und hier geht's hoch in das alte Fischerdörfchen. Welches jetzt mittlerweile natürlich auch ein bisschen modernisiert wurde. Da befindet sich noch eine Räucherei, in der man Räucherfisch und Fischbrötchen und so einen kleinen Snack sich besorgen kann. Der Aufstieg hier ist immer sehr anstrengend, ne, Schatz? Nee. Nee? Nee. Seit wann? So, und da ist dann die Räucherei. Hier ist mal so eine kleine Auswahl. Das sind alles Tagespreise, ne, wenn da nicht steht. Denke ich mal. Ja, willst du weiter da oben oder hier nur runter filmen? Nur einmal da hoch gehen, ne? Gehen wir mal. Filmst du? Ja. Dann. Was guckst du schon wieder? Einfach nur gucken. Einfach nur gucken. Wenn Frauen einfach nur gucken, wird's teuer. Nein. Süße kleine Schläppchen. Wir sind überall auf dem Boot. Ja. Solche Fischchen eingelassen mit Namen, was die zu bedeuten haben, kann ich allerdings nicht sagen. Das sind mehrere Fische. Und hier sind. Musst du mal googeln. Da müsste man mal nachschauen, ja. So weit Juwelier gibt's hier.
So, hier vorne links befindet sich unser Lieblingsrestaurant. Verschenke. Da gehen wir jetzt auch hin, oder? Jo, das hat mal einen wundervollen Blick auf die Brücke. Einmal Lapskaus und einmal ein Scholle. Aus unserem Restaurant rausgehen. Da ist er. Auch hier gibt es wieder. Ach, jetzt muss ich den einmal weiternehmen. Drei verschiedene Motive. Moment. Drei Stunden später. Und feuerfrei. So, kannst gleich ein paar Kalorien hier abarbeiten. Oh, heiß. Ne? Die Seebrücke. Hier kann man auch Schleifhaken machen. Und zwar fahren die von hier bis vorne zur Schleimmündung in Marsholm. Das kann man dann in einem unserer vorherigen Kursfeld-Stellplatzvideos sehen. Da hatten wir das mal erwähnt. Also wie gesagt, von hier fahren die los. Oh Gott, dieser Raddampfer und die Preise. Naja, für die Zeit geht es eigentlich, ne? Wir fahren zweimal am Tag.
Ja, wir gehen jetzt mal zurück zum Platz. Schauen dann mal, ob wir den Dampfer eventuell einfangen können. Was guckst du jetzt hier noch? Gar nichts. Gar nichts ist nicht viel. Das fällt sich aber lange auf. Ich habe gesehen, dass es hier noch einen Wohnmobilstellplatz gibt. So, müssen wir gleich mal auf der App gucken. Hier kann man das schön sehen. Hier ist Kappeln. Hier ist Marsholm und das Schiff fährt dann hier bis zum Leuchtturm, Schleimünde und wieder zurück. Und hier ist ja der Wohnmobilstellplatz in Marsholm, den wir auch schon vorgestellt haben. Wenn man von der Stadt kommt, muss man nicht links über den Parkplatz gehen. Man kann auch hier weiter geradeaus laufen. Dann fällt es hier auf der rechten Seite auch noch mal ein. Segelboot, Hafen, Stellplatz, wie auch immer. Wo ist die Hecke zu Ende? Auch neu, ne? Was? Ich kann noch nicht sehen. Schön. Hier nochmal der Hafen. Stehen auch einige Segelboote. Hier auf der linken Seite ist dann noch ein Grillplatz. Ein überdachter. Hier ist ein Steg, an dem auch geangelt werden kann. Wo man auch schwimmen kann. Die auf der linken Seite ist dann schon wieder der Stellplatz.
Und hier ist dann der nächste Anlegeplatz für Segelboote. Haben wir euch den schönen Ort gezeigt, Kappeln an der Schlei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch unseren Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr kein Video von uns. Und aktuell könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder Kritik, immer gerne, sind wir immer für zu haben. Okay, dann wünsche ich euch was. Bis demnächst. Ciao.